Verrat mir mal, warum meine Aufnahme nicht mehr läuft. Das weiß ich nicht. Kontrolliere mal bitte ganz schnell, ob du überhaupt aufgenommen hast. So, ja, jetzt ist halt die Frage. Vielleicht sollen wir auch erstmal rausgehen. Wo ist unser Wohnzimmer, Flur, Empfang? Keine Ahnung. Das ist doch jetzt ein komplett anderer Flur. Okay, wir brauchen auch keine Farbe. Das wird alles überbewertet. Okay, ich würde mal sagen, das Game nimmt jetzt so ein bisschen vom Gruselfaktor Fahrt auf. Aber erstmal lesen wir noch 5 Seiten. So, ja, also wir haben anscheinend massive Eheprobleme. Oder nicht massive, aber wir haben auf jeden Fall Eheprobleme. Und der schöne Holzboden, der schöne Holzboden. Könnte ich ja schon mehr ausrasten. Warum braucht man bitte einen Pfeifenständer? Just out of reach. Hoppa. Wow. Wollte gerade nur so einen total stumpfen Witz machen über deinen Spruch. Ja, aber da ist doch auf dem Tisch, da stehen doch, da ist doch so ein Pfeifenständer. Warum sieht das schon wieder anders aus? Da siehst du nicht die. Ja, der Herr von damals rauchte Pfeife. Bin ich. Ja, aber doch nicht 7 Stück gleichzeitig. Na, vielleicht wollte ja ein Gast eine rauchen. Ich weiß nicht, Benny. Ich weiß es doch auch nicht. Warum verändert sich andauernd das Haus? Wir sind jetzt hier. Wo sind wir? Ah, das ist wahrscheinlich unsere Frau, die brillante Komponistin. Die im Kreis drehen. Ja, das ist. Ich verstehe jetzt nicht, warum man so aufs Sofa schreiben muss, aber. Oh Gott, Alter, was ist denn. Wer kommt denn auf die Idee, das sich hinzuhängen und zu sagen, das ist doch mal ein schönes Bild für den Flur? Save the date. Merkt euch das Datum. Wünschen sich das Vergnügen, eure Gesellschaft zu feiern. Ihre Trauung am Samstag, dem 9. Juni in der St. Lukas-Kapelle um 14 Uhr. Also wir werden auf Teufel. Nein. Wir werden auf Teufel komm raus nicht beim Namen genannt. Warum, Benny? Was meinst du, warum, wer ist das so? Das Schlimme ist, das ganze Spiel an sich gerade, oder die Story an sich, ach du Kacke, Oh. ich weiß jetzt noch Warte nicht, mal, was warte. ich davon halten soll. Das war das 9. Juni? Ach so, gibt's auch so, Ja, Tattoo 9. Club. Juni. So, okay. 9. Juni, dann drück doch mal. Ist das hier Flüster? Schön, schön. So, jetzt ist die Frage Englisch oder Deutsch? Oder also US oder. Ja, bei 9. Juni sind 2 Zahlen. Was machst du denn bei der dritten? Naja, 09. Ey, warum? Geht mal weg in die Mitte, klickt dann mit der Maus nach außen. Was ist denn das? Ja. Okay, brauchen wir vielleicht noch andere Indizien? Okay, ja, alles klar. Okay, gut. Probier mal 485. 485. Was? Die Vergangenheit hält zurück. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Der wird bestimmt richtig angenehm zu tragen gewesen sein, hier mit dieser schönen scharfen Kante hier. Weißt du, Okay. woran mich gerade die Stimme erinnert hat? Nee. Die hat mich an ein Spiel erinnert,
was ich schon mal angefangen habe zu spielen, aber nie zu Ende gebracht habe, und zwar Amnesia. Daniel! Daniel! Daniel, so sieht's aus. Aber es kommt noch. Es kommt noch. Dieser Klassiker muss kommen. Ja, okay. Damit haben wir, ist der Drops hier lutscht, oder was? Aber dennoch, warum verändert sie... Warum bewegt sich der Schaukelstuhl? Ja. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird uns dieser Brief... Du hast in meinem Studio herumgeschnüffelt. Schon wieder. Zum letzten Mal. Du hast in diesem Raum nichts verloren. Selbst dann nicht... Wenn die Tür offen steht. Ich verbiete es. Das ist deine letzte Warnung. Nächstes Mal wirst du dich nach einer neuen Arbeit umsehen müssen. Ja. Okay. Mhm. Okay. Und hier erstmal Champignon und einen Stein zum Essen. Lecker. Lecker, Alter. Hallo. So. Hallo? Kann ich richtig. Ja, man kann immer noch zurück. Gibt's hier noch Licht? Fette Domino-Steine, Alter. Aber richtig. Ja, kannst du mal schön Domino kloppen hier. So, okay. Müssen wir eine Flasche Rotwein. Das ist unheimlich wichtig. Tja, wozu soll ich jetzt immer ständig diese Schränke aufmachen können? Das macht keinen Sinn, ey. Gott, was ist denn passiert? Ich wollte eigentlich gerade auf die Puppe eingehen, aber gut. Oh Gott. Wo sind wir? Sind wir runtergefallen? Ja, wir sind irgendwie abgestürzt. Ganz gewaltig. Es ist auch dunkel hier wie ein Arsch. Ah, Lichtschalter. Oh! Wow! Oh! Gänsehaut, okay, Deluxe, Freunde, Deluxe. Es ist, okay, also jetzt muss man sagen, jetzt wird's gruselig. Und deswegen möchte ich erstmal noch meine Seite lesen. So, den nächsten Brief liest aber Benny vor. Was? Wie? Ja, du. Oh. Gott. Ja, das war ein ganz schöner Jumpscare hier. Freund Blase. Das war wirklich, also, nee, du. Mhm. Da ist eine feine Tür. Oder? Nee, eine versteckte Tür. Aha, wir sind wieder hier. Ja, nur dass die Puppe nicht mehr da ist, wo sie sein sollte, sondern guck mal auf den Rehkorb über den Kamin. Die sieht nicht schön aus. Also, ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage, hier ist was ganz gewaltig schief gelaufen in diesem Haus. Oh Gott. Ja, das ist nicht schön, Alter. Das ist ja nur wirklich ganz und ja nicht schön. So, jetzt haben wir hier quasi den. Ist ja, was soll das sein? Trennbrand. Ja, Benny. Ja. Ich bin... Oh, guck mal, kannst du... Oh, guck mal, der Globus. Hui! Ja, Benny, was sollen wir machen? Sollen wir jetzt wieder zurückgehen? Ja, wir müssen hier, aber... Ach. Es ist auch schon wieder ein komplett anderer Flur. Gutes Gott, was ist das denn? Echt, ja, wirklich so eine Doppelbeleuchtung. Oh, ist das fies, ey. Ist ja mal nicht unheimlich.
Holla! Ihr seid echt. Paint me nice. Farm die Flügel. So, ich hab die nächsten Blitz vorgelesen. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Tatsächlich klingt er auch wirklich so ein bisschen wie die jüngere Variante von Robos. Not that round. Aha. Sieht ein bisschen aus, das Bild hat was von Titanic. So, wo sie sich so, weißt du, wo sie sich so malen lässt. Ja, ich habe Titanic gesehen und ja, ich stehe dazu. So, weiter geht's. Stillschweigendes Tasse in die Hand nehmen. Und verächtliches Schlucken des Tees. So, und damit meinte ich natürlich nicht Rob Ross, sondern Bob Ross. Ist klar. So, aber ich muss sagen, die Jumpscares sind ja schön gepfeffert hier. Ich bin auch dafür, dass ich jetzt gleich, dass du das Spiel alleine weiterspielst. Und ich einfach sage so, ne? Also, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, der verwegene Benny ist wieder Co-Pilot. Und ich muss jetzt wieder spielen hier. Dieses grauenhafte Spiel. So sieht's aus. Wann bekomme ich endlich mein Gianna Sisters? Ach. Also, wir konnten. Ist die Ratte gerade ins Feuer gerannt? Nee, hier in den Busch. Aber wir haben hier keinen Schädlingsbefall. Wir haben alles untersucht. Natürlich, guck mal. Die ist ins Feuer gelaufen. Suizidratte! Trau mich jetzt nicht mal an Bilder ranzugehen. Oh. Okay, ich verstehe warum. Oh! Wow. Mann, Alter! Wieso? Ich noch nicht so, aber bitte selber kicken, was da steht. Oh, Scheiße. Ich bin übrigens ganz froh, dass ich das Spiel aktuell nicht spiele, sondern einfach nur zugucke. Ja, schön, Benny, schön. Du bist auch sehr leise gerade. Ich lehne mich gerade sehr entspannt zurück und bin deswegen weg von meinem... Ach, schön, dass du entspannt bist. Nee, überhaupt nicht. Oh Mann, oh. Also, ad hoc würde ich jetzt mal sagen, wir gehen mal wieder zurück in einen völlig anderen Flur. Oder? Ja, weil kannst du mir erklären, warum sich andauernd das so verändert? Nee, und wahrscheinlich, weil wir hier einen schizophrenen Wahnsinnigen spielen, irgendwie, der einfach nicht mehr alle Latten am Zaun hat und sich den Ton weggesoffen hat. Gut, deswegen ist es eine Erklärung, ne? Also, damit kann ich erstmal leben. Weil anders kann ich mir den... Diese Wirrwarr hier nicht anders erklären. Also, das ist halt auch gekommen. Was ist denn, warum denn, Mann? Was wollt ihr denn für Papiere verschicken? Ja, ein riesen Bündel an Papieren. Ah, das wird er wahrscheinlich eher binden lassen. Oh, eine Kerze hinter der Gardine. Das ist da Brandgefahr pur. Also, das ist doch höchst verwerflich. Also man sieht so viele Briefe und viele Korrespondenzen hier, ne? Irgendwie, okay. Ein Moment. Bevor du gleich weitermachst. Verrat mir mal, warum meine Aufnahme nicht mehr läuft. So in die Ecke. Aufnahme ist jetzt wieder da. So, okay. Alles klar. Oh Mann. Oh, schön. Nee. Ein leerer, dunkler Flur, flackerndes Licht und Kinder- oder Frauengeweihen. Warum denn immer? Ich möchte das nicht mehr. Okay. Also das Wein kommt aus diesem Raum. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times. And yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Links oder rechts, Benny? Links. Paprika! Okay.
Wo ist Sugar? Sugar! Eieieiei. Oh je, irgendwie hätte ich das Gefühl, dass hier gleich wahrscheinlich irgendwie ganz viel zu Bruch gehen wird. Das wird wahrscheinlich ganz viel Paprika sein. Ja. Unverhältnismäßig viel Paprika wird hier verbraucht. Ich sage ja, Ungarn. Oh. Ist das eigentlich politisch noch korrekt, wenn ich jetzt sage, Ungarn essen viel Paprika? Eigentlich, nee, ich kenne. Oder? Also eigentlich ist es doch ein ursprünglich ungarisches Gewürz. Oder? Oh, das weiß ich zwar nicht, aber ich sag mal ja, weil ich verbinde es jetzt mit ungarischem Gulasch, was immer paprikalastig ist. Ja, ich finde auch, dass die ungarische Küche extrem paprikalastig ist. Also, bist du Ungare, fühl dich bitte nicht auf den Schlips getreten. Wir mögen Paprika, wir mögen Ungarn. So sieht's aus. So, das sind verdammt gruselige Kerzenständer. Vor allen Dingen auch alles darunter nass. First step. The hardest. Okay, first cut is the deepest. Na bitte. Oh, Küche! In the kitchen. Jetzt fragt mich aber... Aber von der falschen Seite? Nee, das ist doch richtig. Hier war das langsamer. Genau. Hat sich denn... Oh, guck mal, da ist eine Banane. Banane. Ja, vor allen Dingen unser... Bitte was? Kommen die Früchte aus dem Gemälde? Hab ich das gerade richtig gesehen? Oh, schön. Schön. Ganz show. Wow! Wow. Alter! Oh, das passiert mir jetzt gerade viel zu viel hier gerade. Oh, nee, ey. Ey, Benni, du bist immer weiter weg. Bist du überhaupt noch am Start? Oder? Ja, ich. Ja, ich bin da. Ja. Bleib hier schön bei mir. Ich mach das hier nicht alleine. Ich erschreck mich halt nur sehr. Oh! Wir lieben Lebensmittel. ja. Oh. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Oh. Okay, ich verstehe, was für eine Leinwand er meint. Oh, das finde ich ja nicht gut, wa? Das finde ich ja nicht gut. Nee. Warum ist denn das auch so dunkel? Ich glaube, wir sollen wieder raussehen. Ist ja nicht so ein Lichtschalter? What the fuck? Nope. Weil es ist auch schon, finde ich schon traurig, dass er sagen muss, dass er nur mit Alkohol quasi seine Hand ruhig halten kann. Ja. Das ist ja schon. Tief ja durchatmen. Verkehrt. Denk dran, du bist ein Profi. Es sind nur die ersten Pinselstriche. Danach bist du über den Berg. Was ist daran so schwer? So, dann schmieren wir mal den Hautlappen hier hin, oder was, wa? Oder? Aha, ja, du machst das als, ne? A little bit, ne? Yeah, weißt du? Yeah, just a little bit flashy red, yeah. Beautiful. Ja, genau. Flamingo. Flamingos, oder was? Fleischmingos?